Es war ein harter Tag für ihren lieben Mann, der trotz viel Arbeit und dem Wohlstand nie zur Ruhe kam. So sagt die Frau zum Mann: Komm, setz dich und entspann. Schalte den Kopf schnell aus und ich schalte den Fernseher an. Er schmeißt sich in den Sessel, so wie es immer tut. Die Frau weiß, ihm tut jetzt ein kühles Bier mit Schaum drauf gut. Schnell einmal durchgesetzt durch das TV-Programm. Jetzt braucht er Nachrichten, damit er schön entschlafen kann. Es fallen Bomben und kreischen läuft man durch die Stadt. Aha, in Syrien macht das Touch schon wieder Bürgerblatt. Mal drüber nachzudenken, ob's nicht vielleicht anders wäre. Das fällt dem Mann nach seinem harten Tag doch viel zu schwer. Immer dasselbe mit den Hitzköpfen im Nahen Osten, wo alle Herrscher ja so gern auf eigene Bürger schossen. Das Amis selbst das World Trade Center nie rissen. Ist zwar bewiesen, doch will man das nicht wissen. Es sind die USA, die NATO und unsere EU. Sie spielen mit den Bürgern dieser Welt keine blinde Kuh. Dann nimmt man nur einmal die Schulden von den USA. 15 Billionen Dollar schreien nach Geld durch Öl, Gold und Gas. So schafft man Terror wie in Syrien, Libyen und Iran. Nimmt sich das Recht dazu, als hätten Bretter gut getan. Der Wolf im Schafpilz, der das Land beraubt und ist zerstört. Kommt ungeschoren weg, weil ihm scheinbar die Welt gehört. Ach Mausi, schalt doch rum, das ist mir viel zu munter. Wir können eh nichts ändern und das zieht uns doch nur runter. Der Mann schaltet drauf um, die Welt der Tiere läuft, während er sich neben seiner müden Frau besäuft. Wie kann man nur so leben? Wie kann man ignorieren, dass auf der ganzen Welt so wahnsinnige Dinge passieren? Wie kann ein Herz vom Anblick solcher Sachen nur erfrieren? Bitte lass dich mit dem Leid der anderen identifizieren. Ich bin der Bessendorf, Opfer einer Bombe wurde. Bin mal Deutscher, mal Syrer, bin Grieche oder Kurde. Bin stets der, dem es gerade noch nicht schlechter geht als mir. Die Identifikation mit ihnen wünsche ich auch dir, sei das Kind. Ausgeliefert harten Giftcocktails beim Impfen. Sei Mobilfunkgegner, über den die Massenmedien schimpfen. Sei der Wahrheitskämpfer, dem man seine Glaubwürdigkeit nahm. Sei Verschwörungsaufdecker, mitten im Verschwörungswahn. Deutschland mit Exportreport, uns geht es gut, alles okay. Dass Deutschland den Export zahlt, ist ja total egal. Die Pleiteländer, die wir fördern, kaufen bei uns ohne Wahl. Wen zeigt man auf die Griechen, die auf unsere Mäuse sehen? Auf riesengroßen Demos gegen das System aufstehen. Ja, ein System, das sie versklaven fällt in euren Knast, der sie schlägt und fängt, weil die souveräne Staaten hasst. Tausende Menschen verzweifelt hilflos in der Stadt. Der Sparkus raubt ihnen die Luft zum Leben, macht sie platt. Das Geld vom Rettungsschirm kommt leider nicht bei ihnen an. Denn zuerst sind selbstverständlich die Bankrotten wächst da dran. Was für ein Verhältnis, was zählt der Mensch denn heute noch? Ich spüre täglich, wie das Blut in meinen Adern kocht. Wenn ich das sehe, wie die hohen Herren voller Spott die Menschen steuern und zerstören, so als wären sie Gott. Nochmal zurückgespult zur Frau und ihrem Mann, der vor kurzem noch gedacht hat, dass er nichts bewegen kann. Er kommt nach Hause, küsst diesmal herzlich seine Frau, bevor sie dann zusammen konzentriert Nachrichten schauen. Der Ehestand wird schön geredet und relativiert, weshalb die Frau schnellstens erst einmal nachrecherchiert. Oh nein, das gibt's doch nicht, der Ehestand ist voll gefährlich. Warum sind unsere etablierten Medien denn nicht ehrlich? Jetzt spürt der Mann es auch, dass ihr im Magen liegt, wie er bei diesen Fakten einen dicken Hals draufkriegt. Was können wir bloß tun? Was ist hier unser Ding? Um zu verhindern, dass das Ding uns Leid und Armut bringt. Schnell wird notiert, in Kurzform knackig aufgeschrieben, was hier die Fakten sind und wo die Massenmedien lügen. Den Artikel schnellstens an die Redaktion von SG, die Zeitung, die vom Volk zu Volk die Gegenstimme pflegt. Ich bin der Bessendorf, Opfer einer Bombe wurde. Bin mal Deutscher, mal Syrer, bin Grieche oder Kurde. Bin stets der, dem es gerade noch nicht schlechter geht als mir. Die Identifikation mit ihnen wünsche ich auch dir, sei das Kind. Funkgegner, über den die Massenmedien schimpfen. Sei der Wahrheitskämpfer, dem man seine Glaubwürdigkeit nahm. Sei Verschwörungsaufdecker, mitten im Verschwörungswahn. Ich will dich motivieren, verteil die SG, wenn es sein muss, auch auf allen Vieren. Schnapp dir drei Leute, weil sie einen unseren Hammerplan, den keine Macht, keine Regierung mehr zerstören kann. Ich will nur nie mehr hören, wir können eh nichts tun. Ich werde kämpfen, bis die bösen Werke ewig ruhen. Bis Pädophile hinter schwedischen Gardinen sitzen, neben den Bankstern, die dann um Vergebung schwitzen. Ich werde sehen, wie die Schlafmützen im Volk erwachen und Probleme anderer wieder gern zu ihren eigenen machen. Wir sehen, wie Reporter Rechenschaft ablegen werden für all die üblen Lügen, die sie brachten hier auf Erden. Doch um zu sehen, wie das alles mal in echt passiert, ist wichtig, dass man sich mit denen gerne identifiziert. Mit denen, die da waren und die, die man heute quält. Denn was du heute tust, gibt morgen eine bessere Welt. Du bist die Veränderung, die ein Morgen möglich macht. Du bist jetzt der Grund, warum auch morgen noch die Sonne lacht. Du wurdest wach, geküsst aus Angst.
uns sehen, wo's drauf ankommt, damit's wieder funktioniert. Wir sind Hoffnung für die Kinder, die zu schwach alleine sind. Machen Menschen wieder sehend, denn auch sind so viele blind. Bringen Gehirn.